So, ich habe mal ein paar Testausdrucke gemacht mit dem Raptor. Und ja, das ist alles mit diesen V-Bildern gemacht. Das ist die linken drei. Man sieht schon von oben, von der Seite her, sind da doch ziemliche Riffen drin. Wobei jeder, der erwartet, dass ein gekaufter Drucker ohne Nacharbeiten ein sauberes Druckergebnis liefert. Ich glaube, der sitzt aufs falsche Pferd. Aber das sieht man beim letzten, der ist jetzt mit Cura gemacht. Da ist ein eklatanter Unterschied. Also hier kann ich ehrlich gesagt keinen Unterschied sehen zwischen der Methode Schnelldruck, Standard und Fein. Ich habe den Ultrafein dann nicht mehr gemacht, weil für mich hat das hier überhaupt keinen Unterschied gezeigt. In diesem V-Builder kann man auch nicht so viel Parameter verändern wie bei Cura. Also es geht letztendlich nur die Layerdicke, die man verändert. Bei Cura kann man wesentlich mehr verändern. Da unten ist ein Grat dran. Ja, Abstand von der Nozzle zur Z-Auflage war nur 0,6. Also ein bisschen zu wenig. Bei einer Nozzeldicke von 0,4 sollte es mindestens 0,1 sein. Dadurch ist er hier ein paar Mal oben drauf gefahren. Aber man sieht schon, das ist wesentlich glatter als bei den anderen Würfeln. Das ist das eine Test, das ich gemacht habe. Und dann mal zu schauen, wie man so einen Drucker, den man kriegt, eigentlich so gar nicht verwenden kann, sondern man muss dann entsprechend die Parametrierung auch in Cura einstellen. Habe ich hier mal drei so Zeckenkarten ausgedruckt. Könnt ihr auch ein anderes Objekt nehmen. Aber da sieht man schon, das erste ist ziemlich schrottig geworden. Das zweite ist schon wesentlich besser, aber gefällt mir auch noch ehrlich gesagt nicht so gut. Dann habe ich noch mal eine halbe Stunde investiert und den Cura eingestellt. Und beim letzten, da sieht man dann schon, ja, ein wesentlich besseres Druckergebnis. Wenn ich jetzt noch mal eine halbe Stunde dranhänge an die Einstellungen, dann werde ich da auch entsprechendes kriegen. Das Cura-Profil, wenn ich fertig bin für den Raptor, das werde ich dann exportieren und euch zur Verfügung stellen. Was viele nicht glauben wollen, ist, wenn man sich so einen 3D-Drucker kauft. Ich habe am Anfang auch gedacht, da kommt es nur auf den Drucker an. Das ist eben nicht so. Und man muss immer nachbearbeiten. Bei PLA, bei egal welchem Werkstoff, ist es immer ein gewisser Prozentsatz an Nacharbeiten möglich oder nötig. Weil so ein Druckerhalt hat eine Nozzlebreite von 0,4 mm. Also kann auch die Oberfläche nur immer in diesen 0,4 mm Schritten, Maximalschrittbreite raus, in X- und Y-Richtung seine Linien ziehen. Man kann die ein bisschen mit Cura ineinander setzen. Das ist das nächste, was ich probieren werde, dass man die ein bisschen überlappen lässt. Ja. Aber das ist immer leicht geriffelt, das sieht immer so aus. Natürlich nicht so wie bei den ersten Würfeln, die ich da gezeigt habe, mit diesen V-Bildern. Die sind nicht optimal. Cura kann zwar die WLAN-Fähigkeit des Druckers nicht nutzen, aber das geht ja auch mit dem Austausch von diesen kleinen SD-Karten. Ist mir sogar lieber, das Hochladen dauert viel zu lange. Die Karte einfach drauf speichern, rüberstecken, das geht relativ schnell. Das kleinste Manko ist halt immer noch, dass ich diese serielle Schnittstelle nicht zum Laufen gebracht habe. Ich gehe davon aus, das wird mit einem Firmware-Update irgendwann behoben sein. Und dann werde ich Octaprint einsetzen. Octaprint ist um vieles günstiger, weil man da auch mal Kommandos an den Drucker senden kann. Was man bei Cura einstellen kann, ist zum Beispiel auch die Fahrgeschwindigkeit. Man sieht jetzt halt, die Wende macht er wesentlich langsamer. Auf die kommt es ja an, die sieht man später. Und die Füllung, die macht er etwas schneller. Auch nicht mit maximaler Geschwindigkeit. Die wäre bei diesem Drucker, soweit ich weiß, 80 mm pro Sekunde. Ich habe jetzt 60 eingegeben als schnellste Variante. Ansonsten die Wende ziehe ich mit 25. Und da gibt es diese Glättenfunktion bei Cura, die habe ich auch mit eingebaut.
mein Profil wird immer besser und ich drücke jetzt dieses sogenannte Jolly, dieses kleine Schiffchen, und dann werden wir sehen, was rauskommt. Langsam nimmt das Schiffchen ein bisschen Form an. Nochmal gut zu erkennen, Handy werden wesentlich langsamer gemacht als die Füllung. Jetzt müsste er schon weit oben sein. Das hier ist jetzt Octoprint, läuft auf einem Raspberry Pi. Das aktualisiert sich auch um Pi selbst. Da kommt eine Auswahl. Der Raspberry Pi, das ist dieses kleine Teil hier, der hier liegt. Ja, schon mal alles installiert und ja, ich berichte euch dann gleich noch weiter. Ja, schnell drücken führt immer zu Qualitätsverlust. Das heißt nicht, dass man alles ganz langsam drücken muss, aber die richtige Einstellung macht es halt dann doch aus. So, drin sieht es jetzt noch ganz gut aus. Schauen wir es uns mal an, wenn es fertig ist. Es wird jetzt auch nicht mehr lange dauern. Gut, die Druckzeit ist natürlich dann schon höher, aber tja, man muss mal einfach Zeit haben. So, fertig. Dann nehmen wir es mal raus. Ja, dann schauen wir uns das Teil mal genauer an. Also das Dach sieht genauso aus, wie ich es gerne hätte. Die Linien sind eigentlich relativ gut zu sehen. Die Fläche hier oben ist auch relativ glatt. Auch die Fläche hier unten ist relativ glatt mit den Einstellungen, die ich jetzt habe. Die 45 Grad hier hat er relativ sauber gedruckt. Was man natürlich noch sieht, sind diese einzelnen Rillen, aber das ist fast immer so. Ich habe noch keines der Schiffchen gesehen, das nicht war. Unten die Schrift ist gut zu lesen, nicht verschwoben, verschwommen oder sonstiges. Ja, die Rundungen hier, da sieht man schon ein paar kleine Unklarheiten drin, aber das ist jetzt nicht so die Welt. Da vorne, ja, sieht man hier auch am oberen Ende leicht ein Problem. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Ausdruck zufrieden und kann jetzt nicht nachvollziehen, warum einige Leute gesagt haben, dass das Teil keine guten Druckergebnisse liefert. Es kommt darauf an, ob man sein Slicing-Programm, in dem Fall Cura, ein bisschen optimiert oder ob man mit den Grundeinstellungen druckt. Also ich bin eigentlich zufrieden damit. Ja, mein zweites Projekt, das ich gemacht habe nach der schönen Katze und den Testwürfeln, sind diese Klammern für die Heizung. Gute Story, ich habe die mal downgeladen. Aber leider war der Abstand hier zwischen bei den downgeladeten viel zu klein. Ich habe die dann selbst nachgebaut mit einem circa, also ich finde, das Programm ist für Anfänger gut geeignet. Ich bin ja auch Anfänger, was das betrifft. Ja, habe ich halt mal 4 Stück gemacht. Sind 4 Leute im Haushalt. Und ja, da setzen wir jetzt die Haken hier oben mit. Ja, hier trug ich gerade einen Pflanztopf. Ein selbstbewässerten Pflanzstoff für Hygrokultur. Und daneben sieht man, da habe ich mir auch ausgedruckt, auch downgeladen. Ja, habe dann festgestellt, es gibt leider keine dieser schönen Rollis mit der Breite von mehr als 7 mm. Das Ding hat 12 mm und dadurch läuft es nicht perfekt. Rutscht immer wieder runter und verkeilt sich dann. Wird die also nochmal designen. Da braucht man diese Kugellager und 8er Schrauben und Muttern. Und dann baue ich mir halt nochmal, das soll ich auch selbst designen, ausdrucken, mache dann 8 mm, dass links und rechts so ein Millimeter stehen bleibt. Oder ein halber Millimeter stehen bleibt, weil es sind ja 7 mm die Kugellager. Und dann sollte das, da oben habe ich schon gemessen, sind 1,5–2 mm breit. Dann sollte das auf jeden Fall nicht mehr klemmen. Hieß zwar so auch, aber ist halt nicht so perfekt. Dreht sich aber leicht, ab und zu mal klemmt es halt dann. Ja. Okay.
Dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen designt und ausgedruckt. Also die hier sind alles mehr oder weniger die Testwürfel. Da haben wir hier insgesamt schon mal 2, 5 ausgedruckt und so einen kleinen. Und habe dabei festgestellt, dass leider das Z-Maß nicht so passt. Also X und Y, das kommt auf 19,95, 19,96, also das ist ein 0,4 Unterschied, aber die Z-Achse. Bei den 20 mm Cubes komme ich nur auf 19,26, im besten Fall auf 19,3, was dann 7 Zehntel ist, und 7 Zehntel ist schon eine Menge. Da komme ich noch nachher dazu. Da würde ich euch sogar raten, erstmal ein bisschen warten, bis das erste Firma-Update kommt vom dem Drucker. Warum, sage ich euch. Dann habe ich hier solche Zeckenentfernungskarten ausgedruckt. Das sind für Pflanzstäbe, 8 mm Pflanzstäbe, so Pflanzringe. Die kann man also dann auf diesen Stab klipsen und da die Pflanze durchmachen, dass die hält. Für die Spule habe ich mir so kleine Halter gedruckt. Da kann man dann das Filament auch durchstechen durch das Loch und die reinklipsen, sodass das nicht wieder aufgeht. Ein paar Sachen gemacht, ja, ein schönes Schiffchen zum Vermessen der Toleranzen. Das ist auch cool, das ist so zum Keimen, zum Vorkeimen. Das war leider viel zu groß für den Drucker, also viel zu groß will ich jetzt nicht sagen, aber es war zu groß, ungefähr 2-3 cm. Ich habe das dann aber in dem Programm, kann man das ja prozentual anpassen, waren 2 Models, einmal die Pots hier und einmal die Baseplate. Habe die mit 80% runterskaliert und passt trotzdem perfekt ineinander. Ob die jetzt 3-4 mm größer sind, die Dinger, oder nicht, das spielt dann später keine Rolle mehr. Hier drüben habe ich mir was gemacht fürs Zubehör von dem Presser. Seht ihr ja schön. Passt alles rein, was da mitgeliefert wurde. Der Kreuzschlitzschraubenzieher, der ist hier. Die Imbusschräubchen. Eine Satzdüse war dabei. Eine 0,4er. Dieses Teil, das ist für den USB-Stick. Da ist das auch die SD-Karte noch drin, die mitgeliefert wird. Mit ein paar Testmodellen. Ja. Und ja, der Stift zum Verbessern der Klebehaftbarkeit auf dem Bett. Der Schlüssel. Und das Teil ist so eine Krimpe. Die habe ich mir auch noch gedruckt. So eine Runde. So ein, kann man ein Schräubchen reindrehen. Da kann man dann, wenn man mal das Ding kalibrieren kann, die 12 cm abmessen, das dann krimpen und dann einfach den Z-Verschub durchlaufen lassen, ob da wirklich 10 cm von dem Filament durchgeschoben wird oder eben nicht. Dann komme ich schon mal zu den etwas negativeren Sachen mit dem Presser. Ich finde ihn ja immer noch ganz cool, hat zwar keine große Auflagefläche, aber mir reicht das vollkommen. Wo ist das Problem? Ich kann ihn leider nicht kalibrieren, weil weder am Windows 10 Laptop erkennt er mir die USB-Schnittstelle, noch an dem von mir verbauten Octoprint. Ich habe hier 2 Versionen gebaut, weil ich gedacht habe, es liegt vielleicht an Raspberry Pi, an dem scheint es nicht zu liegen. Wenn man den Serial Connection versucht zu machen, ich kann euch das mal zeigen. Machen wir hier mal an. Also wenn man versucht, diesen Octoprint zu connecten, dann passiert Folgendes. Er läuft durch. Es piept auch einmal kurz am Gerät. Also die serielle Zugriff scheint zu funktionieren. Aber er kommt dann mit einem Offline-Fehler raus. No more candidates to test and no working port baud rate combination detected. So, das kann jetzt entweder heißen, dass am Presser Raptor die serielle Schnittstelle nicht geht, oder aber, dass er keinen, ja, dass er den Drucker nicht findet, weil er zu neu ist. Er versucht hier irgendwie die Firmware zu detekten und das schafft er scheinbar nicht, weil die noch nicht beim Octoprint mit drauf ist. Aber ohne das kann man auch hier über den G-Code Viewer und über die Steuerung, Terminal, hier kann man dann auch nicht die Sachen eingeben. Ich hätte hier ganz gerne mal die Parameter downgeladen, was der Drucker alles so kann, wie viele Steps er pro X, Y und Z-Achse macht, und ihn jetzt zu kalibrieren. Ja,
Es hat nicht hingehauen. Also, ich habe jetzt ausgedruckt, schon einige Sachen, das sind auch ganz okay, aber halt nicht perfekt. Also maßhaltige Sachen in der Z-Achse funktionieren leider nicht. Wie gesagt, es ist momentan der Wermutstropfen an dem Presseraptor, ansonsten würde er für das Geld, ich habe den bei Aldi gekauft, 199, so kostet er glaube ich 299 oder so, oder 249, ist er ganz okay. Wie gesagt, bis auf die Serialschnittstelle. WLAN habe ich sofort zum Laufen gebracht, auch bei dem neuen zugeschickten. Überhaupt kein Thema. Er druckt auch gut von der SD-Karte. Der WLAN-Upload auf die SD-Karte oder auf das Gerät funktioniert auch. Ich muss aber ehrlich sagen, der WLAN-Upload dauert länger, als wenn ich das auf die SD-Karte draufklatsche und dann da reinstecke und dann den Druck starte. Das geht wesentlich schneller. Also mir wäre es wichtiger gewesen, dass die Serialschnittstelle und der Octoprint an dem Gerät funktionieren. Ja, ist halt leider nicht so. Also wenn ihr euch kauft, stellt euch darauf ein. Octoprint läuft noch nicht. Ansonsten muss ich sagen, ein gutes Gerät. Die 100 x 120 mm, Z-Achse auch 100 mm, reichen mir jetzt aus. Wenn ihr was Größeres drucken wollt, ohne die zusammenzuleimen, dann müsst ihr euch ein besseres, größeres Gerät kaufen. Das kostet natürlich dann auch ein bisschen mehr. Ansonsten bin ich eigentlich, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, weil die Download-Bau-Modelle sind zwar alle lieb und nett, aber viele Dinge, wie jetzt auch das Teil, wo ich die ganzen Zubehörteile rein habe, die muss man sich selbst machen. Sowas findet man einfach nicht oder es passt dann einfach auch nicht, weil vieles auch aus England kommt oder aus Amerika kommt. Die haben Zollmaße und wir haben Millimetermaße. Und dann überlegt man sich zweimal, ob man das dann hinbauen kann, weil die Radiatorabstände zum Beispiel waren jetzt auf ein amerikanisches System geeicht. Das hatte knappe 12 mm und die Radioabstände von diesen Heizungen in Deutschland sind ein bisschen über 19 mm. Das heißt, das fällt raus. Das muss man sogar neu designen. Ist aber auch kein Problem. Das Programm, mit dem man es machen kann, ist umsonst. Es läuft im Browser. Man hat mir gesagt, nimm, habe ich auch Erfahrung, den Blender, dann kannst du es exportieren. Habe ich probiert, habe ich verworfen. Ist viel zu kompliziert. Es gibt ein gutes Online-Programm, das für den non-kommerziellen Gebrauch gut ist. Und da stelle ich euch das nächste Mal vor.